Hallo Freunde, Skyliot und Sports. Willkommen zurück zum Rennen von Spanien. Jawohl, Camilo, grüße dich. Ja, grüße dich auch, Virus. So, wir haben jetzt 17 Runden Sonnenschein mit 24 Grad Streckentemperatur und 16 Grad Lufttemperatur. Also wir müssen mit unseren Reifen 5 Runden fahren. Oh, was? Mehr geht bei dir nicht? Okay. Und den Rest, also dann mit 12 Runden. Das schauen wir mal. Aber okay, vielleicht dann doch. So, Rennstart. Wir drücken mal auf A. Hei. Machen wir doch glatt. Oh, ich darf nicht da hinten gucken. Ich kriege Herzklabaster. Oh, super. Na, der Start war nix. Ja. Oh, jetzt machen sie hier alle den Döpperino und wollen alle hier rein. Jo, fahrt mich kaputt. Ach, Trottel, Alter. Ich hätte da auch voll durchballern sollen. Wo hat sich denn hin? Vierter. Okay, geht ja noch. Kannst du wieder gut rankommen. Bringt ja nichts, wenn der Spoiler es abgekriegt hat. Ja, das geht schneller, als man gucken kann. Oh. Ist bei mir irgendwas jetzt? Nee, alles grün. Wahrscheinlich, weil ich gerade ein bisschen das Gas berührt habe. Deswegen kam ich nicht so um die Kurven, wie ich eigentlich wollte. Das ist das Problem. Vorne hast du zugemacht, von hinten haben sie gedrängelt, ey, und dann unser eins mittendrin. Ja. Yeah. Oh, Virus hat's. Die Kurve nicht gut gekriegt, aber rein können, Alter. Ja, die Ferrari fahren hier gut. Ach nee, ey. Wundert mich, dass der Raikön hier so schnell ist, aber der Vettel nicht. Oh! Kein Echtzeitdrift hinlegen, bitte. Ich hänge auch direkt hinter dem A. So. Alter! Und ich hänge direkt hinter Vettel. Kriege ich sogar. Dann kann er mir den Hamilton ja ein bisschen weghalten. Finde ich gut. Ey, dass ich jetzt hier nicht voll durchziehen kann. Oh, diese Kuh.
Na, die Zeiten werde ich jetzt so nicht mehr hinkriegen. Nicht mit dem Spoiler. Wegen DRS die Kurve nicht gekriegt. Oh. Ja, diese S-Kurve habe ich jetzt versaut. Vorhin habe ich sie gut gekriegt, aber jetzt. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist immer Glücksspiel, keine, die Scheißkurve, ey. Solange es keine Strafe oder so mit sich zieht, ist doch alles okay. Kommt mir jetzt schon mit dem Boxenstoppfenster, Alter. Krasses Pferd. Ja, wenn deine Reifen dürften ja auch ziemlich runter sein. Oh, ich hab schon 40. Geht auf die 50 zu. Na guck, dann ist kein Wunder. Zu viel gebremst. Wir stehen parat. Komm diese Runde rein. Ah, ich krieg da den Raikön nicht mit dem Flügel. Ich fahr rein. Mensch. Na, die müssen ja gleich wahrscheinlich irgendwann auch alle rein. Ich hoffe, dass jetzt. Los, los, los! 2,636. Boxenstopp geht aber. Sei ja. Gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Himmel, Alter! Oh, ey! Oh, ich hab Hamilton am Arsch und den Vettel am Arsch kleben. Das war ein Kampf, ey. Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,7 Sekunden.
ist ja schön, dass der Wagen hinter mir nur eine Sekunde zurückliegt. Oh, nein, Kiesbett! Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,3. Hinter deinem Teamkollegen war ich. Oh. Bisschen vorsichtig fahren. Komm, ihr scheiß Dreck von den Reifen. Nervt, nervt. Alter, wie der Raikön da abgeht, ey. Ja, der ist da nicht leicht zu kriegen. Kommt mich zum Glück auf den 12. Platz. Unser Abstand halt zum Auto vor uns beträgt 3,2 Sekunden. Ja. So, meine beiden Verfolger gehen in die Box. Komm rum. Komm rum! Ich hasse diese S-Kurve! Scheißding! Der bremst zu spät! Okay. Kotz und Galle, viva los Dios! Wow! Warst du schon drinne? Nein. Ja, da kommen sie wieder raus. Muss ich auch noch nicht, weil meine Reifen sind auch super. Ja, ein Vettel vor mir. Nein! Dein Vordermann hat so, hey, gleich wenn ich zum Boxenstopp gehe, kriegt er mich ja sowieso wieder von daher. Vor allem das Schlimme ist ja, ich mach genau in derselben Runde, glaube ich, den Boxenstopp wie der Raikön und Ah, das gibt's doch nicht, Alter. Will mich diese Karre verarschen? Komm! Bremst doch, wenn ich bremst. Sag, bremst, bremst, dann bremst. Blöde Muchelkarre, ey. Hör auf jetzt. Mit Stoffmensch. Mann, ey. Du gehst mir auf den Sack. Ich könnte aus der Boxengasse. Komm! Ich kann nicht mal die Scheiße, Alter. Die Reifen sind kacke. Pissdinger. Bremst! Ja, die Weißen sind ein bisschen. Komm, eine Runde mache ich noch. Mal gucken, ob es was bringt oder nicht. Aber vom zeitlichen her wird es wahrscheinlich nichts bringen. Kann ich mal sagen, ich bin mal ein paar Sekunden eine Runde Erster gewesen. Hemmelwurst, ey, und Vettelinchen habe ich vor mir, ey. Ach, fuck, das war nix. Ja, komm, mach hinne hier. Ah. Oh, bis ich mal hinten bei der Boxencrew bin, Alter. Oh, da habt ihr mich wieder. Schade, Schokolade. Das gibt's doch gar nicht. Ah.
keinen Bock, den Penner jetzt noch weiter vor mir zu haben, ey. Und Gott zu kriegen? Nö, der war so am Schlingern, nachdem du an dem vorbeigezogen bist. Mal gucken, ob ich noch krieg. Ja, auf der Geraden natürlich schlecht, weil die haben mehr Power wie ich. Wird natürlich jetzt unterfangen, an die drei Kanonen ranzukommen, ey. Ja, aber dein Wagen ist ja flott genug, dann müsstest du eigentlich schaffen. Ja, aber meine Reifen gehen auch schon auf 30% zu, das ist doch nicht mehr so einfach. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss ja 12 Runden mit den letzten Reifen jetzt hier gurken. Bis jetzt hatte ich aber Glück gehabt, ganz ehrlich, ich habe bis jetzt den Spoiler noch nicht kaputt gefahren. Na guck, das ist immer viel wert schon. Die S-Kurve war jetzt nicht so schön. Ich auch nicht. Ich hab denn da nochmal gegengelenkt, da hätte ich lassen sollen. Puh. Scheiße. Ach man, komm doch rum. Nee. Ja, da machen die Reifen nicht mehr mit. Jeder ist schon 6er, jeder auf 40% zu. Jetzt wird's eng. Ich krieg doch den Hamilton nicht. Denkst du, ich krieg den Raikön? Ja, vorne links, die gehen ganz schön mit Leitdampf gezogen, die Reifen. Ah, nicht doch. Wollte ich den Curve mitnehmen? Oh, jetzt war ich die Kurve mal gut.
Wow. Ah, mit dem kaputten Flügel komme ich an meine Bestzeit nicht mehr ran. Toro Rosso, komm! Klingt wie so ein Stier auch, so Toro Rosso! Andale, arriva, alle! Ja, du fährst doch Force India. Lol. Oh, ein DRS-Fenster drin, sehr schön. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens. Bleib dran. Hemmelwurst. Ich krieg das Wort nicht mehr aus dem Kopf, ey. Jetzt musste ich lachen, jetzt. Zack. Ja, meine Reifen lassen mir das jetzt gerade spüren, ey. Oh. Komm mir vor, als wenn ich auf dem Klo sitze und einen Baumstamm kacke, ey. Aber der Raikön wird auch langsamer, merkt er schon. Oh, man sieht's. Der hat auch nicht mehr. Der hat auch nicht mal die besten Reifen. Obwohl der erst so spät Reifen wechseln war, so wie ich halt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich krieg doch den scheiß Hamilton nicht mehr, ey. Jawohl! Komm schon, jawohl! Ist doch einfach scheiße, wenn man keine Power hat. Oh, schon wieder. Ach du blöder Wichser, Mensch. Oh, Hamilton, Alter, ich hasse dich wie die Pest. Und dann dreht die Karre nicht rum. Ach, das ist doch nicht wahr. Da sind die Punkte wieder weg. Oh, werde ich halt Sechster. Da lässt er einen keinen Platz und dann war's das.
Das ist eine Katastrophe mit dem Auto. Ging schon auf 60% zu, die Reife. Mein lieber Scholli Schwede, ey. Ja, blöde Hamilton. Ach, nee, ey. Hammert. Die Strecke ist einfach grausam. Mit gelbem Flügel ging das ja noch. Hast dich trotzdem gut gehalten, mein Digga. Ja, wenn das mit Hamilton nicht gewesen wäre, wäre ich sogar noch Vierter gewesen. Aber so. Mit Hamilton, ja. Immer ist der Hamilton schuld. Ja, wenn der einfach da rüberzieht, der blöde Drecksack. Naja, kann man noch mit arbeiten. Dann hätte ich noch 4 Punkte mehr gehabt, aber so, oh ja, passt schon. Gucken wir mal, was die nächsten Rennen sagen. Ja, das ist einfach, wenn man die Power zu wenig hat und dann gucken muss, dass man trotzdem wieder noch wegkommt einigermaßen. Oh. Oh, wir sind auf dem Force India ist auf dem 3. in der Konstrukteursrangliste und ihr seid hier hinter uns. Mit 59. Schön. Ja, naja, machst du nichts. Bin ja auch der Einzige, der bei uns Punkte holt. Wo ist dein Kollege? Wer war das denn? Der? Kiait 16, ja. Ja. Das ist doch scheiße. Man. Wer hätte es vielleicht wechseln sollen oder wer hätte zu dem fahren müssen? Wäre der andere wahrscheinlich besser gewesen als Teamkollege. Nee, der andere wäre nicht besser gewesen. Nee, ich habe ja absichtlich ein schlechteres Auto genommen, sonst wäre es ja wieder. Ja. Ja, ja, gut. Dann würde ich sagen, Leute, wir sind raus. Sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und ciao mit V. We'll be right back.